Fitness mit Marc, Folge 475. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Wenn er negative Bewertungen liest, fragt er sich, wie er diesem Menschen helfen kann. Marc Maslow. Wie solltest du trainieren, um fit und gesund zu leben, vielleicht auch um nackt gut auszusehen? Wie solltest du dich ernähren? Das sind häufig Fragen, die gestellt werden und auf die du sicher, wenn du schon länger zuhörst, auch schon so einige Antworten kennst. Eine Frage, die seltener gestellt wird und die vielleicht noch viel wichtiger ist: Wie solltest du dich fühlen, um nackt gut auszusehen, um fit und gesund zu sein? Könnte es sein, dass wir vielleicht zu häufig gegen unsere eigenen Emotionen arbeiten, anstelle sie zu nutzen, um das zu erreichen und das zu erleben, was uns wichtig ist? Egal, ob wir über Fitnessziele reden, über Training, über Ernährung, über Gesundheit oder über andere Lebensbereiche. Und um diesem Thema auf den Grund zu gehen und dabei konkrete Lösungen zu erarbeiten, die du sofort für dich umsetzen kannst, habe ich heute einen Psychologen zu Gast, der sich damit auskennt. Er ist außerdem Moderator, Speaker und Autor. Du kennst ihn vielleicht aus verschiedenen erfolgreichen Podcast-Formaten, wie zum Beispiel Stahl, aber herzlich, da geht es viel um Psychologie oder beste Freundinnen. Er ist außerdem Unternehmer und du wirst auch gleich in unserem Gespräch hören, dass das Thema Psychologie eines seiner Passionsthemen ist. Wie wichtig deine Gefühle sind und wie sie dich dabei unterstützen, deine Fitnessziele zu erreichen, egal ob es dir ums Abnehmen geht, um Muskelaufbau oder vielleicht andere Fitnessziele, das erfährst du nicht nur in seinem neuen Buch mit dem Titel Fühl dich ganz, sondern auch in der heutigen Folge mit meinem heutigen Gast. Und damit wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß mit diesem Gespräch mit Lukas Klaschinski. Werbepartner dieser Folge ist AG1. Generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. AG1 verwende ich seit 2013 täglich. Anders als synthetische Präparate enthält AG1 neben Vitaminen, Mineralstoffen, Darmbakterien und Adaptogenen auch die vielen Sekundärstoffe, die du eben nur in echten Gemüse und Obst findest. Jeden Tag viel frisches Obst und Gemüse sollte immer die Basis sein und das kann auch kein Präparat ersetzen. AG1 hilft mir aber dabei, etwaige Lücken zu schließen und macht mir die Sache leicht, zum Beispiel auf Reisen. Es hilft mir einfach dabei, die Mikronährstoffe zu bekommen, die ich für optimale Gesundheit und Fitness brauche. Ich starte den Tag mit AG1, es schmeckt mir, ich fühle mich damit fokussierter, energiegeladener und erholter fürs nächste Training. Für Fitness mit Marc-Hörer, ja, und damit sind du und alle, die hier zuhören, gemeint, hat AG1 ein spezielles Testangebot am Start. Mit deiner ersten Lieferung bekommst du kostenlos 5 extra Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D und dazu gibt's noch eine echt schicke Edelstahldose und einen Shaker. Geh dazu auf fmmag.de und sicher dir das ultimative AG1 Starter Kit für Fitness mit Marc-Hörer. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Moin, moin, Lukas. Hallo, Grüße nach Hamburg. Was war denn dein Highlight der Woche bisher? Boah, puh, da gab es recht viele. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich habe lange mit mir gerungen, aber ich habe ein neues Lastenrad gekauft. Ich hasse das eigentlich, diese Straßenbomber, die so riesig sind und die Fahrradwege blockieren. Ich habe so ein ganz altes Lastenrad, was wirklich eine Krücke ist. Das ist eigentlich ein Fitnessgerät. Das ist so ein Fitnessbike, weil das so anstrengend ist zu fahren. Echt ohne Hilfsmotor? Ohne Hilfsmotor mit so einer riesen Kiste. Da sitzt manchmal mein Vater mit meiner Tochter drin. 250 Kilo werden da über Pedale betreten. Und ich dachte mir, hey, ich will jetzt auch noch weitere Strecken fahren, vielleicht auch Urlaube mit dem Ding machen. So ein richtiger Prenzlauer Bergvater, obwohl ich eigentlich in Kreuzberg wohne. Ich kaufe mir ein neues Lastenrad und das habe ich gemacht und darauf freue ich mich schon. Das ist eine richtige Vorfreude. Genau die Frage habe ich mir schon häufiger gestellt, ob es die Dinger auch ohne Hilfsmotor gibt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was transportierst du damit noch so?
Ich musste gerade eben dran denken, das ist so ein bisschen wie der moderne Pickup. Ja, eigentlich schon, ne? Also ich transportiere da mit hauptsächlich meine Tochter und ihre Freundinnen und Freunde, aber auch Einkäufe und so, gerade in der Stadt. Ich meine, du in Hamburg, es sind ja manchmal so kurze Wege und klar kann man auch immer alles laufen oder mit dem Auto fahren, aber es ist am Ende ätzend, ne? Und deswegen ist es total praktisch, das Ding zu haben. Was ich ganz gerne mache, am Montag ist immer meine Tochter zum Ballett bringen und dann nehme ich mir immer eine Kettlebell mit und wenn sie im Ballettunterricht ist, bin ich draußen und werde von den Leuten merkwürdig angeguckt, weil ich da die Kettlebell schwinge. Ach, das ist ja klasse. Dann nutzt du die Zeit, um noch ein bisschen Training unterzukriegen. Total. Ich finde, manchmal reicht es, eine Viertelstunde richtig intensiv zu trainieren, um so einen Impuls zu setzen und auch um in einem Rhythmus zu bleiben. Also ich merke richtig, wie Sport mein ganzes Energielevel hochsetzt. Also meine ganze Lebensenergie. Als Psychologe habe ich auch eher so einen holistischen Ansatz in der Psychologie. Und Sport ist so ein ganz elementarer Bestandteil. Ich sage mal Psychotherapie in Bewegung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man einen miesen Tag hatte und sich dann noch aufracht zum Trainieren, wie man sich danach fühlt. Das ist total geil, ne? Tatsächlich ist meine Geheimwaffe, seitdem ich den Sport entdeckt habe, was bei mir ein bisschen später war als bei vielen so Anfang 20. Das Problem ist ja immer, dass du dann in dem Moment häufig denkst, boah, am liebsten würde ich jetzt gar nichts machen. Und wenn du dann Sport machst, ist danach, das ist wie ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich finde auch häufig Lösungen für unlösbare Probleme beim Sport. Das lässt sich auch psychologisch erklären. Also ja, mir geht es genauso. Das eine ist, weil wir eigentlich in unserem Alltag immer beschallt werden mit irgendwas. Ne? Wir gucken was, wir hören was, wir sind in irgendeiner Aufgabe, wir beantworten E-Mails, planen das nächste Projekt. Aber wenn wir Sport machen, sind wir eigentlich nur in diesem Trott. Und manche hören ja keine Musik beim Sport, was ich auch ab und zu mal empfehle, weil dann passiert eigentlich nicht viel außer die Bewegung. Und es ist dann Platz für unsere Gedanken und für unsere innere Stimme, auch für unsere Gefühle ist mehr Platz, die durchfließen können. So erklärt man sich das in der Psychologie. Und dann kommen wir auch auf neue Ideen, ne? Auf dem Fahrrad, manchmal auch unter der Dusche, weil da eben auch nicht diese Berieselung von außen, sondern nur über den Duschkopf stattfindet. Und eben beim Sport, also ja, empfehle ich auch. Und wenn du draußen Sport machen kannst, ist natürlich auch super. A, gerade jetzt, wenn du Lichtimpulse setzt dadurch, ne? Ganz wichtig für den Schlaf-Wachrhythmus, aber auch für das Wohlbefinden. Und im Wald ist nochmal eine Stufe besser, aber das klingt mir nicht. Ich war nicht mit der Kettlebell dann extra im Wald. Ja, das ist, wenn man in der Innenstadt wohnt. Ne? Aber ihr habt ja auch ein paar Parks. Vielleicht ist so ein Park ja auch ein guter Mittelweg. 100%. Also bei mir musst du dann erstmal, ich wohne in Kreuzberg, die Spritzen ein bisschen wegkehren. Aber wenn du dir die Freifläche geschaffen hast, dann kannst du da auch Sport machen. Ja, man arbeitet mit dem, was man hat. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Glaube ich, die Grundvoraussetzung hat so ein bisschen mein Vater gelegt, weil der hat mich immer alles machen lassen, ausprobieren lassen. Ich weiß noch, wie er das erste Mal mit Inlineskates damals ankam und meinte, ach, probier das mal. Und das waren so Inlineskates mit Plastikrollen von Aldi und die haben so komische Geräusche auf der Straße gemacht. So krr, 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 krr. Es war, als ob man die Straße durchschneidet. Aber ich habe gleich gemerkt, dass mir das irgendwie liegt. Und dann habe ich auch ein paar bessere bekommen danach. Und ich habe als Kind schon alles geliebt, was so mit Brettsportarten zu tun hatte. Snowboarden habe ich relativ früh angefangen. Ich habe relativ früh angefangen zu skateboarden. Eben auch Inline. Ich habe Eishockey im Verein gespielt, Rugby im Verein, Basketball, später dann gerungen im Verein, diverse Kampfsportarten. Ich habe Sport schon immer zu so einem elementaren Teil meines Lebens gemacht. Ich weiß gar nicht, ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde das auch so eine Selbstverständlichkeit, weil Sport ist auch für mich so eine Art Spielen für Erwachsene. Auch wenn man Fitness macht, es ist so ein Zurückkommen zum eigenen Körper, also richtig den Körper auch wieder spüren, ne? Dieses Gefühl nach dem Sport, dieses Körpergefühl. Und das hat ja auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Ein Begriff, den wir in der Psychologie ja gerne verwenden, bin ich mir meiner selbst bewusst. Und das hat wieder einen ganz, ganz großen Effekt auf das Selbstwertgefühl. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, hat das wirklich einen großen Einfluss. Und das war mir natürlich früher alles überhaupt nicht klar, aber ich habe damals schon gemerkt, was es mir für ein Lebensgefühl gibt. Sport ist am Ende Luxus irgendwie für Körper, Geist und Seele. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Fühl dich ganz. Auch da beschreibst du ja so einen Moment, der am Ende auch mit Bewegung zu tun hat, einen Schockmoment.
Der ist passiert in Südafrika. Du warst gerade im Urlaub und hat dein Leben komplett verändert. Was ist da passiert? Mein Geburtstag, mein Wiedergeburtstag hat sich jetzt vor kurzem gejährt. Also es ist ein gutes Jahr her. Und ich liebe Brettsportarten, das hatte ich ja schon gesagt. Auch Kiteboarden. Ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiteboarder, weil dafür wenig Zeit häufig ist. Aber ich habe da gedacht, hey, das ist ein Weltklasse-Kite- und Surfsport. Ich war die Tage davor surfen und jetzt gehst du mal kiten. Ich habe mir einen Kite-Lehrer genommen. Das war so ein Semi-Pro und er war so super ambitioniert, genauso wie ich. Und wir sind also zum Strand. Es war total windig an dem Tag. Und das ist einer der besten Kitespots der Welt. Also richtig baller Wind und auch große Wellen. Also schwierige Bedingungen für so einen semi-guten bis Anfänger-Kiteboarder wie ich. Hat mir das Board untergeschnallt, er hat mir nochmal gezeigt, wie es funktioniert. Und dann bin ich auch raus und wieder reingefahren, raus und reingefahren. Und das ging auch eigentlich ganz gut, bis der Kite dann abgestürzt ist, was relativ normal ist. Und der Kite-Lehrer, weil das genau am Strand passiert ist, hat den Kite dann genommen. Und ich war super euphorisch und total mit Adrenalin vollgepumpt. Das kennt man ja beim Sport. Ich habe einfach so den Daumen nach oben gegeben und gesagt, startet den wieder durch. Was ich leider nicht gesehen hatte, war, dass die Leinen verdreht waren. Und in dem Durchstarten habe ich die Bar rangezogen und der Kite ist in so eine Windböe gekommen und es war, als ob mich ein Riese in einer Riesenzwille einfach in den Himmel donnert. Es war ein Riesenruck an meinem Körper, an diesem Trapez und ich wurde einfach in die Luft geschleudert. Und ich weiß noch, wie mich so ein krasses Gefühl von Ohnmacht gepackt hat und ich auf einmal 10 Meter in der Luft war und nach unten geguckt hat und unter mir der Sandboden. Und ich wusste, ich sterbe. Ne? Wenn das im Wasser passiert wäre, wäre es wahrscheinlich mit einer Prellung oder so. Aber ich wusste, wenn ich da unten aufkomme, ich sterbe. Das war nicht so, oh Gott, das ist ganz schön hoch, sondern es war einfach klar, das Leben ist jetzt hier vorbei. Es war so überwältigend für mich und gleichzeitig ist mein Leben so wie durch mich durchgerauscht und ich dachte so, krass, wie schnell das geht, der Tod. Und danke, dass ich diese ganzen Erlebnisse haben durfte. Ich durfte ja viele Menschen treffen auf meinem Weg, habe viel beruflich ausprobieren dürfen und wurde dann gleichzeitig auch total traurig, weil ich ja Vater einer Tochter bin und dachte so, wow, ich kann jetzt nicht mehr länger Papa sein. Und in diesem Gedanken, das klingt so Ewigkeiten, als ob ich da 1,5 Stunden in meinem Schaukelsessel oben gesessen habe, aber habe ich nicht. Es war alles wie so ein Moment und es waren auch nicht so wirklich Gedanken, sondern eher wie so Gefühle, die sich abgewechselt haben. Ging es runter? Und ich bin mit dem Kopf, weil der Zug ist dann auf einmal von unten gekommen, mit dem Kopf und mit der Schulterpartie zuerst aufgeschlagen. Als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich ganz viele Füße um mich herum gesehen und als erstes geguckt, hey, weil so ein riesen stechender Schmerz in meinem Nacken war, kannst du deine Füße noch bewegen? Weil das war so ein erster Gedanke wirklich, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann? Ne? Das wäre so eine krasse Qualität, so eine Einschränkung, die dann in meinem Leben fehlen würde. Und es hat sich so angefühlt, als ob so ein elektrischer Schlag runter zu meinen Füßen geht und die haben sich tatsächlich bewegt und das hat mich überglücklich gemacht und kurze Zeit später kam dann der Krankenwagen, wird man so eingecastet in so Schienen, ne? Und ich wurde eingeladen, der Neoprenanzug wurde aufgeschnitten, zum Glück hatte ich an dem Tag eine Badehose an und dann habe ich da drin gelegen und mir kamen einfach die Tränen und ich habe gedacht so, hey krass, warum hast du überlebt? Und was hättest du anders gemacht, wenn du an dem Tag dort in Südafrika gestorben wärst? Was hättest du eigentlich in deinem Leben bereut? Und ich wusste, ich hätte bereut, eigentlich immer auf emotionalem Abstand zu leben, so nicht richtig verbunden mit meinen Gefühlen. Das war eine Ahnung, die ich vorher schon hatte, aber durch diesen Unfall war es das erste Mal so, dass das Leben endlich ist, sodass ich das nicht nur verstanden habe, sondern gefühlt, so mit allem, was ich hatte. Und da wusste ich, ich möchte was anders machen. Was konkret hast du dann anders gemacht? Ich meine, allein diese Erkenntnis, die eigenen Gefühle gar nicht so wahrgenommen zu haben bisher, finde ich bemerkenswert. Und zweitens, wie macht man das denn? Also woher würde jemand feststellen, dass er seine Gefühle vielleicht gar nicht so fühlt? Was ist der Preis, den man dafür zahlt und wie kann man das verändern und was hast du verändert? Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle. Was für eine krasse Geschichte übrigens. Ja. Ja, also zu der Geschichte auch. Ich bin ja dann ins Krankenhaus gekommen und es wurde ein MRT gemacht. Natürlich bin ich sofort in die Röhre gekommen. Es wurde auch geröntgt und die Ärztin konnte sich das auch nicht erklären. Der Kite-Lehrer vor Ort meinte,
Das war der schwerste Kite-Unfall, den er je gesehen hatte. Und auch meine Physiotherapeutin meinte, das ist ein krasses Wunder, das hat sie noch nicht gesehen. Und die hat da ja viele Kiteboard-Unfälle, weil die war vor Ort. Übrigens, wenn man in Südafrika ins Krankenhaus kommt, sollte man immer seine Kreditkarte dabei haben. Die muss man sich auf den Bauch legen, bevor man da irgendwie behandelt wird. Du hattest deine dabei dann also? Mein Vater hat das Ganze von außen gesehen, weil du kannst ja von oben gar nicht einschätzen, wie hoch das ungefähr ist, wie du fliegst. Ich wusste nur so, das ist so hoch. Der hat mir später das alles gesagt. Und der war dabei und hatte mein Portemonnaie. Ich hatte auch mein Auto da stehen. Also war alles gesichert. Ich hatte es zum Glück dabei. Genau, wie verändert man das, ne? Erstmal, wie habe ich es bemerkt? Ich glaube, das kennen viele Menschen, dass wir häufig, wenn wir leben, das Gefühl haben, war das jetzt alles oder ist da noch ein bisschen mehr? Wird es noch ein bisschen besser? Irgendwie fehlt da was. Und viele versuchen das zu kompensieren durch, ich werde noch ein bisschen erfolgreicher in meinem Job. Ich habe noch ein bisschen geileren Traumurlaub. Ich habe noch ein bisschen schönere Partnerin oder noch ein bisschen mehr von dem oder dem. Und am Ende, wenn wir uns die psychologische Forschung angucken, was führt zu einem erfüllten Leben? Da gibt es eine ganz, ganz interessante Langzeitstudie. Die Harvard Grant Study heißt die. Und da wurden Menschen von der Geburt bis zum Ende ihres Lebens begleitet. Also vom ersten Wimpernschlag bis zum Ende ihres Lebens. Und das ist sehr selten, dass so große, lang angelegte Langzeitstudien durchgeführt werden. Und die haben dann auf physiologische und psychologische Parameter geguckt und aber auch auf Befragung. Also was führt zu weniger Bluthochdruck, Alzheimer, aber auch zu anderen psychologischen Themen. Und für ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben, drei Faktoren gibt es da. Der erste Faktor ist die Beziehung, die ich zu mir selber führe. Und da ist Sport natürlich auch ein ganz elementarer Bestandteil. Dann die Beziehung, die ich zu anderen führe. Und ob ich in dem, was ich mache, Sinn erfahre. Das sind die drei Faktoren. Und der entscheidende Schlüssel dazu ist der Zugang zu meinen Gefühlen. Weil Gefühle sind alles am Ende, ne? Das, was ich tatsächlich haptisch greife, was ich höre, was ich sehe, was ich schmecke, wird in uns in Gefühle übersetzt. Selbst meine Gedanken werden am Ende in Gefühle übersetzt. Und das, was ich mit anderen Menschen habe, die Beziehung, das, was zwischen uns ist, ist am Ende auch ein Gefühl. Und wenn ich das nicht lesen kann oder auswerten kann, dann ist es, als ob ich ein Reisender in einem fremden Land bin und die Sprache nicht spreche, nur dass ich in meinem eigenen Kontinent unterwegs bin. Und das wird dann zum Problem. Ich habe es mal mitgeschrieben hier, Beziehung zu mir selbst, Beziehung zu anderen und welchen Sinn schaffe ich in meinem Leben. Alle drei Punkte setzen voraus, dass ich fühle, klingt so platt, ne? Weil jeder Mensch fühlt. Können wir das noch greifbarer machen? Heißt das, eigene Bedürfnisse erkennen? Aber woher weiß ich, dass es wirklich meine Bedürfnisse sind? Oder vielleicht einfach nur, und das passt, glaube ich, auch ganz gut zum Thema Fitness, ne? Also ich sag ja häufig, ich helfe dir dabei, nackt gut auszusehen. Ja, und viele verstehen darunter vielleicht gerade Typen, ich hätte gern ein Sixpack und Frauen natürlich auch. Da kommt häufig dann der Einwand, das ist ja total oberflächlich. Ja, stimmt und vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir das als Beispiel mal nehmen. Woher weiß ich, dass das wirklich mein Bedürfnis ist und woher finde ich raus, was ich wirklich fühle? Ja, mit dem nackt gut aussehen, ne? Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen trainieren und fit werden wollen, nicht für sich selber, sondern für andere. Und das ist auch in Ordnung, ne? Man darf nicht vergessen, wir sind soziale Wesen und wir brauchen die Liebe und Anerkennung von anderen, aber auch von uns selber. Und in diesem sozialen Gefüge sind wir nun mal. Und das ist anzuerkennen und das ist völlig normal. So sind wir genetisch programmiert. Und das finde ich auch wichtig, wenn einem irgendjemand sagt, leg überhaupt gar keinen Wert darauf, was andere sagen, sage ich immer, es sollte dich nicht so krass zerrütten und tangieren, wenn dich jemand negativ kritisiert. Schau dir an, ob da eine Wahrheit für dich drin ist, ob du merkst, okay, wisse auch, dass wir besonders stark auf negative Kritik reagieren und stärker als auf positive. Ich kenne das bei mir, wenn ich mir so Bewertungen zum Beispiel von dem Podcast, die ich mache, durchlese und da kommt so eine niederschmetternde Bewertung, dann kommen wieder 10 gute und dann bleibt man irgendwie bei der einen hängen. Aber mittlerweile weiß ich für mich, das, was die Person da schreibt, sagt häufig viel mehr über die Person selber aus und die Brille, mit der sie auf die Welt guckt, als über mich.
Und beides ist eben wichtig, ne? Wenn man nackt gut aussieht, das fühlt sich für einen selber gut an, aber auch für andere. Fühlen ist so ein abstrakter Begriff, ne? Also was ist das überhaupt, verdammt nochmal? Und mir wurde ganz häufig gesagt, hey, fühl das doch mal. Also besonders von meinem Geschäftspartner und besten Freund, mit dem ich auch den Podcast Beste Freundinnen mache. Dann auch manchmal von meiner Mama, von meinen Schwestern. Und ich wusste nicht so 100%, was sie damit meinen. Ich habe einfach gedacht so, ja, ich fühle das gerade gar nicht so intensiv. Was sind Gefühle? Gefühle sind in erster Linie körperliche Erregungen, die wir wahrnehmen. Und deswegen ist auch Sport ein sehr guter Weg zu den eigenen Gefühlen, weil es das Körpergefühl stärkt. Ne? Die Beziehung zu meinem Körper. Ich habe ein viel, viel feineres Körpergefühl, wenn ich Sport mache. Also jedes Gefühl macht sich erstmal als körperliche Erregung breit. Ne? Wir kennen das, wenn wir Angst haben, dann spüren wir eine Enge im Hals, einen Druck auf den Schultern, manchmal auch so ein Rumoren im Bauch, eine ganz krasse Anspannung im Rücken. Und es gilt erstmal, diese körperliche Erregung wahrzunehmen. Und wenn jemand noch nicht so einen guten Zugang zu seinem Körper hat, empfehle ich immer, das kommt einem am Anfang ein bisschen albern vor, mal kurz innezuhalten und einzuchecken. So 2-3 Mal am Tag. So eigentlich kann man auch mit Augen zumachen, kann man in jeder Situation machen. Und wie so ein Scanner durch den Körper zu fahren und oben anzufangen, an den Augen, über die Nase, über den Mund und zu gucken, wie fühlt sich denn gerade meine Nase an, mein Mund, mein Hals, meine Brust. Gibt es da eine Anspannung, Entspannung, Erregung oder nicht? Ohne zu bewerten, sondern einfach nur mal festzustellen. Und so kommt man, wenn man bis zu den Fußspitzen runtergeht, das kann man so 2 Minuten einfach machen, zu einem bestimmten Körpergefühl. Ich bin angebundener und ich bin auch mehr im Moment. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieser im Moment sein. Ich spreche immer von Gefühlsbereitschaft. Das ist die Grundvoraussetzung, um ein Leben zu führen, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. Ob es immer das Leben wird, was wir uns vorstellen, ich hoffe für alle nicht, weil das ist ein langweiliges Leben, ne? Aber das ist eine Randbemerkung. Also Gefühlsbereitschaft. Die erste Komponente ist die Achtsamkeit. Wir sind ganz, ganz häufig in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber sehr, sehr wenig im jetzigen Moment. Sport kann uns dabei helfen, in den Flow zu kommen, in den jetzigen Moment. Und manchmal merken wir das, gerade am Anfang von einer Sportsession, dass wir so denken, oh fuck, ist das anstrengend, ich habe gar keinen Bock, ich freue mich schon, wenn es vorbei ist. Und dann kommen wir so in diesen Trott rein und merken so, oh, float doch ganz gut, ne? Und dann sind wir so verbunden damit. Das ist Flow, das ist auch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit können wir auch trainieren. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, eher sich über die Zukunft oder über die Vergangenheit Gedanken zu machen, weil uns das einen evolutionären Vorteil verschafft hat. Wenn wir immer schon geguckt haben, was könnten die Gefahren in der Zukunft sein und wie könnten wir die aus dem Weg räumen und was haben wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht, dass wir das nie wieder in der Zukunft machen. Die Leute, die so ein Gehirn hatten, also hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Und deswegen hat sich diese Art des Denkens, der Gehirnstruktur auch durchgesetzt und darum haben wir die jetzt alle. Und damit müssen wir leben. Wenn wir Bewusstsein darüber haben, dann wissen wir, wie wichtig Achtsamkeit ist und wie wir es auch schaffen, da mehr reinzukommen. Eben durch diese Körperscans, durch dieses mal kurz innehalten. Warum ist Achtsamkeit beim Thema Fühlen so wichtig? Wir merken in den meisten Momenten, wo wir fühlen, gar nicht, was wir fühlen oder dass wir überhaupt gerade fühlen. Was passiert dann? Dann setzt sich das Gefühl ans Steuer unseres Fahrzeuges und sagt, hey, ich fahre mal schnell rechts rum, weil ich das Gefühl der Angst zum Beispiel nicht fühlen möchte. Ich meide die Situation, ohne dass es mir wirklich bewusst ist. Und viele Leute verstehen Gefühlsbereitschaft ein bisschen falsch. Die denken, dann bin ich die ganze Zeit so total gefühlsduselig und höre auf all meine Gefühle im Sinne von, ich mache all das, was sie mir sagen. Es ist genau der Unterschied, weil danach kommt nach diesem Achtsamkeit, ich bemerke erstmal, was da in mir vorgeht, die Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass ich gerade Scham empfinde mit diesen Erregungen. Ich beobachte das, wie eine Forscherin, ein Forscher, die das erste Mal gerade ein Knochengerüst freilegt. Und das heißt, ich versuche gar nichts gegen das Gefühl zu machen, sondern nehme erstmal wahr, die Botschaft, die es für mich hat, und dann mache ich dagegen erstmal gar nichts. Und das ist das ganz Elementare. Viktor Frankl, für mich einer der bedeutendsten Psychiater und psychologischen Forscher, die es für mich gab, hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum.
Und den können wir betreten. Und wenn wir das tun, können wir uns ja in diesem Raum entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Und der Schlüssel zu diesem Raum ist Gefühlsbereitschaft. Weil dann, wenn ich meine Angst bemerke und sie nicht gleich wegschieben muss, dann kann ich sagen, ich kann etwas tun, obwohl ich Angst habe. Ich kann diese Weltreise antreten, obwohl ich Angst habe. Ich kann mich heute nochmal zum Sport aufraffen, obwohl ich keinen Bock habe. Ich spüre dieses richtige Kein-Bock-Gefühl. Ich kann diese Frau oder diesen Mann im Supermarkt ansprechen, obwohl ich mich schäme. Wir sagen ja häufig unseren Kindern, hab keine Angst. Für mich ist wahrer Mut, etwas zu tun mit meiner Angst. Weil wenn ich keine Angst habe, dann brauche ich auch nicht mutig sein. Aber wenn ich etwas tun kann mit einem Gefühl, was unangenehm ist, dann kann ich ein Leben führen, was ich möchte. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sport, dass Fitness ja auch so ein Vehikel ist für Lebensskills. Vielleicht bleiben wir bei dem Beispiel. Du hast das ja eben gesagt. Ich kann mich motivieren zu trainieren. Ich kann mich motivieren zu bewegen, auch wenn ich keine Lust habe. Menschen denken, dass ich permanent Lust auf Sport habe, weil ich nun mal Fitnesscoach bin. Und ich glaube, ich bin da wie jeder andere. Ich habe Tage, wo ich überhaupt gar keinen Bock habe, laufen zu gehen oder Sport zu machen. Und ich mache es dann trotzdem. Ich muss dazu sagen, diese Bewusstheit, die du gerade ansprichst, und da können wir vielleicht noch mehr auch auf den Grund der Sache kommen, wie tust du es, dass du es tust in dem Moment, scheint da ein Schlüssel zu sein. Wie genau machst du es, wenn du feststellst, oh, ich habe mir jetzt vorgenommen, auf der Dachterrasse ein Kettlebell-Workout durchzuziehen. Du hast dein Buch geschrieben, du hattest im Vorwege gesagt, du hast 7 Stunden am Tag geschrieben und hast dich aber trotzdem noch motiviert, auch nach einem anstrengenden Tag, wo man wahrscheinlich dann auch, ging dir das auch so, dass du dann komplett kaputt warst von der Konzentration her. Und das sind ja häufig Situationen, wo die meisten Menschen, zumindest zähle ich mich dazu, vom Moment her oder vom Gefühl her sagen würden, so eigentlich würde ich jetzt gar nichts mehr machen, nur noch Füße hoch, Fernseher an und heute nichts mehr. Wie nutzen wir diese Tools dann? Ja, da stecken ja ganz, ganz viele wertvolle Sachen und wertvolle Fragen auch drin, ne? Also erstmal müssen wir wissen, als Mensch sind wir nicht dafür gemacht, natürlich am Schreibtisch zu sitzen oder zu stehen und den ganzen Tag uns körperlich zu betätigen. Manche Schulformen nutzen das auch und die sagen, hey, ein ganz gewisser Teil ist Bewegung, ein ganz gewisser Teil ist überhaupt geistiges Lernen in unserer Schule. Und das müsste eigentlich noch viel mehr integriert werden, diese Bewegungsform. Das heißt, das ist erstmal was ich weiß, wenn ich am Schreibtisch sitze, stehe, mich geistig betätigt habe, dass ich mit meinem System, mit meinem Körper eben gerade auch das andere brauche. Dass das ein ganz, ganz wichtiges Ding ist für mich. Und ich habe als Wert für mich, und Werte stehen am Ende über Zielen, weil Werte ist was durchgeht, dass ich für mich körperliche Gesundheit ganz, ganz groß schreibe. Warum tue ich das? Weil ich weiß, was es für mich als Lebensgefühl bedeutet und weil ich lange mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meiner Tochter auf diesem Planeten hier leben möchte und da sein möchte für sie, körperlich und geistig ansprechbar. Und ich weiß, dass körperliche und geistige Gesundheit da was ganz, ganz Wichtiges ist und da gehört einfach elementar Sport zu. Dann, was ich gerne mache und das habe ich von einer Psychologenfreundin, ich mache mir morgens einen Plan für den Tag und da steht das dann drauf, dass ich heute, und ich mache gar nicht so lange Workouts, ne? Jeder ist da ja unterschiedlich, manche machen 3x die Woche 2 Stunden, ich mache lieber jeden Tag 1/2 Stunde und da gehören auch Kleinigkeiten zu, ne? Das zähle ich dann aber nicht in die 1/2 Stunde rein, dass ich versuche, die Wege mit Fahrrad zu machen, ne? Dass ich versuche, Treppen zu gehen, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich wohne dazu noch im 5. Stock ohne Fahrstuhl, also das ist easy peasy, ne? Mit deiner Tochter? Ja, genau. Okay, dann hast du sie auch lange immer hoch und runter getragen wahrscheinlich, ne? Total. Und ich habe hier auch die ganze Wohnung renoviert, also komplette Fensterfronten aus- und eingebaut, einen 120 Kilo Kamin hochgetragen, also das war auch, oh Gott. Ja. Genau. Ja, andere Leute würden sich beschweren, ne, dass sie keinen Fahrstuhl haben. Man kann es eben auch als Geschenk sehen. Ja, ich glaube, Umstände, und das zeigt ja die Forschung auch, wenn man sich anguckt, wo sind die Menschen, die am ältesten werden, das liegt meistens nicht nur daran, dass sie sich in diesen Regionen gesund ernähren, sondern dass die örtlichen Begebenheiten so sind, dass sie viel körperlich sich bewegen müssen. Ne? So kleine italienische Dörfer, die so ein bisschen
bergig liegen, dass die alten Leute auch noch hoch und runter laufen müssen. Ne? Also man kann ja auch sehen, wie der körperliche und geistige Zerfall voranschreitet, wenn jemand sich auf einmal nicht mehr bewegen kann. Der ganze Körper sagt ja dann, okay, hier Muskeln und all das brauche ich nicht mehr und dann verschwinde ich mal. Das heißt, Umstände, die einen dazu zwingen, sich zu bewegen, die kann man natürlich auch schaffen, sind hervorragend, wunderbar. Und wenn wir dann erstmal auf dem Fahrrad sitzen und auf dem Weg zur Arbeit sind, ne, dann drehen wir nicht auf halber Strecke um und sagen, oh, jetzt fahre ich doch mit der U-Bahn oder jetzt laufe ich doch oder was auch immer. Also laufen wir jetzt auch nicht schlecht oder nimm das Auto. Genau. Ich mache mir gerne Plan A, Plan B. Das heißt, ich sage mir morgens, hey, und das habe ich von einer psychologischen Freundin, ich gehe aufs Dach und mache mein Kettlebell-Training. Und Plan B ist, ich gehe aufs Dach und mache mein Kettlebell-Training, wenn ich erschöpft bin und es regnet. Das ist der Plan B. Ja. Wenn du diesen Plan für dich hast, dann ist die Überwindung zu wissen, aha, das ist mein Fallback-Plan in Anführungsstrichen, nicht mehr so groß, weil du schon dich darauf eingestellt hast. Ich gehe da auch raus, wenn es regnet. Und ich weiß, auch das ist gesund. Auch in der Kälte mal zu trainieren, ist wunderbar. Für die Knie und die Gelenke mal ein bisschen versuchen, Wärme einzupacken. Das merke ich zumindest bei mir. Aber ich kenne zahlreiche meiner Freunde, die in der Kälte draußen oberkörperfrei trainieren. Man denkt, man wird sofort krank. Das ist aber ein Trugschluss. Unser Körper ist dafür gemacht, roughere Umgebungen zu haben. Tatsache, ich gucke hier manchmal aus dem Fenster und sehe entweder, hier ist ein Baum vor meinem Fenster, ich sehe da entweder Vögel sitzen oder ich sehe da Eichhörnchen rumtouren. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich mich überwinden darf, im Winter rauszugehen und laufen zu gehen und Sport zu machen. Unsere Verwandten, ja, die Tiere, die Säugetiere, die sich gar nicht so sehr von uns unterscheiden, die machen das jeden Tag. Für die ist das völlig normal. Die dürfen mit Kälte, mit Nässe, mit unangenehmem Wetter umgehen. Und die kriegen es hin. Ja, und wir verziehen uns halt ins Warme. Und ich finde, dass du merkst das ja auch, ne? Wenn du rausgehst, wenn du dich bewegst, wenn du dich der Kälte stellst und dem unangenehmen Witterung, dass das emotional total honoriert wird. Der Körper schüttet positive Emotionen aus. Also es steckt in uns drin. Wir dürfen nur erstmal diese Hürde überwinden. Und ich finde das auch gut, dass du da so offen bist mit deinen Plänen, dass du halt auch eben den sozusagen den Worst Case mit einplanst und sagst, okay, nee, dann gehe ich trotzdem raus und ich stelle mich da schon drauf ein. Und das macht die ganze Sache dann leichter. Es macht es leichter. Und was wir natürlich auf unserem Weg, wenn wir auch die Beziehung zu uns selber wahren und pflegen wollen, nicht vergessen dürfen, ich finde es auch wichtig, mit Selbstmitgefühl mit sich umzugehen. Ne? Es gibt manchmal auch eben Tage, da ist es auch wichtig, einfach mal zu schlafen, wenn wir merken, wir sind völlig erschöpft. Da ist es auch wichtig, dem Körper eine Pause zu geben. Und da ist es wichtig, dann eben nicht rauszugehen und zu sagen, egal, es schneit draußen, ich gebe mir jetzt einen Arschtritt, du gehst da jetzt raus. Also dieser innere Drill Sergeant, und das hat die Forschung gezeigt, ist gar nicht gesund. Ne? Weil was macht es? Es setzt unser System unter Stress. Und Stress sorgt immer dafür, dass wir nur eingeschränkt entscheidungsfähig sind. Und Stress setzt unsere Verdauung runter, drückt das Immunsystem auch runter. Stress macht ganz viel mit uns. Und Stress erzeugen wir uns selber, wenn wir dieser innere Drill-Sergeant sind. Ne? Ich versuche mit mir selber eher aus dem Positiven zu agieren. Das heißt, zu wissen, was ist der höhere Wert dahinter? Wie gut fühle ich mich, als zu sagen, ah, du faule Sau, du gehst jetzt raus und machst Sport, ey. Du warst gestern schon. Gestern hast du nur 28 Minuten gemacht. Das glaubst du doch, ich merke das. Warum schläfst du noch? 6.30 Uhr. Steh auf, verdammt. Also genau das eben nicht zu machen. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Wie bin ich mit mir im inneren Dialog? Ich finde es spannend. Ich glaube, ich war vielleicht so 25 oder so, als ich ein paar Bücher auch über Psychologie und diese Themen gelesen habe. Und mir wurde damals zum ersten Mal bewusst, dass ich ja eine innere Stimme habe und mit mir selbst rede und dass ich derjenige bin, der diese Stimme eh produziert, bis dahin unbewusst. Und ich finde das absolut spannend, dieser inneren Stimme zuzuhören und dann auch mal zu beobachten, wie rede ich denn eigentlich mit mir selbst? Respektiere ich mich oder mache ich mich nieder? Das, was du eben beschrieben hast, und es macht ja einen Unterschied, ob ich mich niedermache oder ob ich sage, hey, ich motiviere mich positiv. Ich habe das immer gemerkt vor Matches und beim Ringen ganz speziell. Ringen, finde ich, ist das
elementarste für mich, so was so Kampfsport anbelangt. Man verletzt den anderen nicht wirklich, aber es ist trotzdem, dass man guckt, wer hat die bessere Technik, wer ist stärker. Und Ringen hat nicht nur was mit Kraft zu tun, sondern auch natürlich viel mit Schnelligkeit und Technik. Und wenn ich da im Match davor irgendwie in der negativen Art und Weise mit mir geredet habe, habe ich gemerkt, dass mein ganzes System runtergefahren ist und nicht mehr so vorbereitet war für das Match, ne? Und auch die Jungs in meinem Team, die sich vorgestellt hatten, der Gegner hätte irgendwie die Mutter missbraucht oder so, um sich zu motivieren, da gab es so ein paar Leute, die sind nach 2-2,5 Minuten eingeknickt. Und das hat eben auch ganz viel mit Fitness zu tun im Sinne von Ausdauer. Und in dem Moment, wo ich mir gut zugeredet habe, ne, und nochmal meine Bewegungen im Kopf durchgegangen bin und geguckt habe, wo ist irgendwie ein guter Angreifpunkt, weil jeder Gegner hat auch eine Schwäche, ist nicht so schnell auf den Füßen, dann weißt du, dann kannst du im Freestyle einen Move zuerst an den Füßen machen, so ein Ankle Grip, und dann war das für mich viel, viel besser, um die Challenge erfolgreich zu absolvieren. Und ich finde, das ist sehr übertragbar aufs Leben. Rede ich mit mir selber in der positiven Art und Weise? Möchte ich für mich mit mir eine Strategie finden, die durch das Leben geht? Rede ich mit mir selber, wie mit ich mit meinem Kind reden würde? Ne? Würde ich meinem Kind irgendwie sagen, ey, das war aber scheiße, dass du das und das wieder nicht gemacht hast. Also bist ja ganz schön schwach. Würden wir nicht machen. Warum mit uns selber? Ich habe im Coaching häufig das Thema, dass Menschen mir sagen, sie hätten keine Zeit für Sport, sich um ihre Ernährung Gedanken zu machen, sich vielleicht auch ein bisschen Zeit zu nehmen, Lebensmittel zuzubereiten und den Lebensstil zu verändern. Und ich verstehe das, das kostet ja auch Zeit und es kostet auch Energie. Häufig ist das Thema ja, wie setze ich die richtigen Prioritäten? Also was ist mir im Leben wichtig? Du hast es eben auch schon angedeutet. Heißt ja, bin immer geneigt zu sagen, in unserer heutigen Zeit, die Frage ist, war es früher wirklich anders? Aber es heißt ja im Prinzip, dass ich mich auch gegen bestimmte Dinge entscheiden darf, dass ich Nein sagen darf, damit ich dann eben zu diesen Dingen, zu meiner Gesundheit, zu meiner gesunden Ernährung Ja sagen darf. Lukas, was glaubst du, woran liegt das, dass es so vielen Menschen schwerfällt, in dem Fall ja auch Ja zu sich selbst, zu ihrer Gesundheit zu sagen? Wie erklärst du das als Psychologe? Ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht so einen hohen Wert selber zuschreiben, dass es da häufig unbewusst so ein Programm gibt. Ich bin es gar nicht wert, dass ich mir die Zeit für mich nehme, ne? Und das merkt man speziell bei Leuten, und das kann man ja auch bei sich selber häufig feststellen, gerade in Zeiten, wo es stressig ist und wo es umso wichtiger ist, genügend zu schlafen, sich gut zu ernähren und in Bewegung zu sein, dass wir da immer Zeit als erstes von uns selber abzwacken. Und diese Leute, und klar, ey, ich bin auch auf dem Weg, ne? Also ich bin jetzt nicht ein geheilter Buddha, der alles immer zu jeder Zeit richtig macht. Wie viel Wert schreibe ich mir selber zu und welches Gefühl habe ich zu mir selber? Bin ich in Kontakt mit meinen Gefühlen und kann auslesen, was sagt mir mein Körper eigentlich gerade? Was braucht er? Braucht er jetzt gerade Schlaf? Möchte er sich eigentlich vollwertig und ganzheitlich ernähren? Braucht er eigentlich auch ein bisschen Bewegung? Weil wenn man seinen Körper irgendwann kennt, dann merkt man, ey, Bewegung würde mir jetzt eigentlich gut tun. Und wenn ich diesen Körperkontakt habe, Körperkontakt zu mir selber eben, dann bin ich in einer anderen Beziehung und kann meine Gefühle auslesen und weiß dann, was ich brauche. Und wenn Leute sagen, hey, ich habe keine Zeit, dann setzen sie in den meisten Fällen, es sei denn, die Frau wird gerade ins Krankenhaus gebracht und gebärt ein Kind, ihre Prioritäten halt anders, ne? Und das ist erstmal okay, das erstmal so für sich anzuerkennen, ne? Weil bei Leuten, die keine Zeit haben, sage ich immer, gib mir mal dein Handy und lass uns mal auf deine Screenzeit gucken. Nimm doch mal von den 2,5 Stunden Screenzeit eine halbe Stunde, um dich zu bewegen und eine Viertelstunde mehr Einsatz, um dich gesund zu ernähren. Und lass es nicht zu einer neuen Verpflichtung werden, sondern schau, wie du dir da jeden Tag selber ein Geschenk machen kannst. Das Problem ist immer diese Anbindung zum eigenen Körper und zu den eigenen Gefühlen. Ist ja nicht nur angenehm. In dem Moment, wo ich all meine Gefühle fühle, gefühlsbereit bin, kommen ja auch diese unangenehmen Gefühle, ne, wie Angst, Scham, Traurigkeit mehr in mein Leben oder können auf einmal sich intensiver anfühlen. Und das wollen die meisten nicht haben. Das Geschenk ist, dass ich insgesamt viel, viel besser auf mich und auf meine Umwelt reagieren kann. Ich sehe auf einmal, wie reagiert denn meine Partnerin
ah, die macht ein trauriges Gesicht, ich check mal lieber bei ihr ein. Das heißt, die Beziehung wird intensiver zu ihr, aber auch die Beziehung zu mir selber. Das ganze Leben wird anders, weil es ist, als ob jemand die Farben aufgedreht hätte. Und ich würde dazu einladen, einmal auf der körperlichen Ebene versuchen wir Geschenke zu machen, im Sinne von Ernährung. Kostet das wirklich so viel Zeit? Und ist das nicht eine Zeit, die ich auch gerne einsetze? Kann Kochen nicht eine Zeit sein, wo ich Meal Preps mache, wo ich weiß, ich habe morgen ein paar gute Mahlzeiten für mich und ich achte ganz bewusst darauf, wie schneide ich das Gemüse? Ich nehme mir die Zeit für mich. Man kann sich auch eine schöne Musik anmachen. Das ist ja nicht eine verlorene Zeit, sondern das ist ja auch eine Zeit, die wertvoll ist. Und wenn jemand wirklich sagt, ja, für was arbeiten eigentlich die ganzen Leute? Worauf arbeiten die hin? Die arbeiten ja immer auf den Zeitpunkt hin, dass sie sich endlich mal Zeit nehmen können, weil sie dann genug Geld haben und bla 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 bla. Genug Geld sorgt nicht dafür, dass wir uns Zeit für uns nehmen. Es gibt ganz, ganz viele Leute mit wenig materiellen Mitteln, die ein super gesundes Leben führen, weil sie sagen, der Weg dorthin, auf dem wir uns die ganze Zeit befinden, ist der wichtige und nicht dieses eine Ziel irgendwann in der Ferne, in 10 Jahren, wo ich endlich genug Geld habe und mich auf die faule Haut legen kann. Eine Sache noch dazu, das werden wir niemals tun in diesen 10, 15, 20, 25 Jahren, wenn wir endlich das große Ziel erreicht haben, weil wir da schon bei der nächsten Karotte sind, die wir uns vor die Nase hängen und weil unser System so auf Stress programmiert ist, dass wir diesen Stress irgendwann brauchen in unserem Leben. Der Stress dient dazu, unsere Gefühle zu unterdrücken, die wir irgendwann gar nicht mehr aushalten, weil wir es nicht gewohnt und geübt haben. Und es ist so ein Gewohnheitsding dann, das zu machen, immer wieder sich vollzuschütten mit Arbeit. Und da muss man aufpassen. Darum sage ich, welche Inseln kann ich mir in meinem Leben schaffen? Zum Beispiel, wenn ich nicht gerne alleine koche, 2-3 Mal in der Woche Freunde einzuladen und zu sagen, hey, ey, habt ihr Bock irgendwie, vielleicht auch nur einmal, der kleinste Schritt, den wir heute gehen können, Meal Prep zu machen. Wir kochen eine Linsensuppe, eine schöne, und ich friere noch ein paar ein und morgen nehme ich mir noch eine zur Arbeit mit. Easy peasy eigentlich. Und wir haben irgendwie einen lustigen Abend und jeder kann sich was mitnehmen. Ich sammle schon mal jetzt Gläser von meinem Apfelmus oder wo auch immer und dann kann ich da das Zeug reinmachen. Wir sind ja gekommen von der Richtung auch Nein sagen, um eben zu solchen Dingen Ja sagen zu können. Hast du vielleicht noch so ein paar Best Practices, wie ich da rangehen kann in dem Moment? Weil ich glaube, jeder von uns kennt ja dieses Gefühl von Überforderung. Du bist Papa, du hast eine kleine Tochter. Das ist ja auch ein Moment, wo sich viel im Leben ändert, wenn man auf einmal Eltern wird. Viele, die zuhören, die schon Kinder haben, kennen das. Dieses Gefühl der Überforderung, wenn das Leben voll ist mit Verpflichtungen und man sich fragt, ey, ja, ich weiß, ich müsste mehr für mich tun, auch für meine eigene Zukunft und Gesundheit. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich da rauskommen soll. Was rät zu solchen Menschen? Oh, da gibt es ganz, ganz viel, ne? Also wenn man seine Werte klar hat, und das mache ich ja auch im Buch auf, wie das geht, also seine innere Leuchttürme, sein inneres Navigationssystem aufgeschlüsselt hat, dann weiß ich eigentlich, was ist mir wirklich wichtig und was kann hinten runterfallen. Weil ganz häufig beschäftigen wir uns den lieben langen Tag mit Dingen, die gar nicht so wahnsinnig wichtig sind für unser Leben. Und ich empfehle, morgens sich einmal kurz Zeit zu nehmen und zu sagen, was ist denn das Wichtige für den Tag? Ne? Für mich ist es an einem Montag, ich möchte einmal gut zum Mittag essen, ich möchte meine Tochter zum Ballett bringen, ich möchte da Kettlebell machen und ich möchte, da arbeite ich nur bis 14 Uhr, dann bis 14 Uhr arbeiten und vielleicht 1-2 Freunden noch Bescheid sagen, dass ich die Woche über was mit denen mache, was auch immer. Ne? Ich habe jetzt für meinen Montag auch eingeplant, immer ganz früh Wassersport zu machen. Das sich einmal kurz aufzuschreiben und das können dann 4, 5, 6 Punkte sein. Man kann es auch, wenn man im Bett liegt, sich vorstellen, was ist denn das Wichtige heute? Dann braucht man es nicht aufschreiben. Beides ist gut und wichtig. Weil später in der Stresssituation, wenn wir durch den Tag hasten, dann vergessen wir das manchmal. Und in Stress ist unser Entscheidungskorridor verengt und wir können nicht dieses große, weite Feld, was ist denn eigentlich für unser Leben wichtig, erfassen. Und darum fällt es viel schwerer, später die gute Entscheidung zu treffen. Das ist das eine. Das zweite ist beim Thema Nein sagen. Für ein gutes Nein brauche ich eine gute Anbindung zu mir selber, zu meinen Gefühlen. Weil ich merke gar nicht, wenn ich nicht eine Anbindung zu mir habe, wann ich überfordert bin. Dann merke ich das viel zu spät. Ich würde aus psychologischer Perspektive behaupten, die meisten Burnouts kommen, weil die Menschen keine Anbindung zu ihren Gefühlen haben, weil sie sich deswegen immer wieder übergehen und gar nicht merken, okay, ich bin eigentlich erschöpft, ich kann das nicht noch zusätzlich tun. Und
Burnout ist ja eine Erschöpfungsdepression. Irgendwann fährt der Körper dann von alleine runter, weil es nicht mehr anders geht. Weil die ganzen Warnsignale, die er ausgestrahlt hat, überhört wurden. Und dann sagt der Körper, okay, unsere Psyche ist ja ein wahnsinnig intelligentes System. Ich muss hier in den Deep Rest Zustand fahren, um mich zu regenerieren. Ne? Also viele sagen auch zur Depression, dass es ein Deep Rest Zustand ist. Also eine tiefe Erholungsphase eigentlich für den Körper, wo gar nichts erstmal wieder passiert. Und für mich ist der Weg Nummer eins, um gut Nein sagen zu können, um sich Grenzen aufzumachen, der Weg zu den eigenen Gefühlen, auch der Weg zur Wut. Ne? Ich erlebe es häufiger bei Frauen, dass sie nicht so einen Zugang zur eigenen Wut haben, weil sie entsprechend sozialisiert worden sind, weil es immer hieß, wenn du lieb und nett und artig bist, dann haben wir dich lieb. Aber wenn du wütend bist, heißt es immer häufiger bei Frauen als bei Männern, du kleine Zicke, sei doch nicht so zickig. Ne? Und was machen Frauen dann überhäufig, wenn sie aufwachsen, lieb, nett und artig sein, aber ihre Wut in den Keller sperren? Aber die Wut zeigt mir manchmal ganz klar und deutlich, und die muss ich dann nicht immer ausagieren in Form von Aggression, wenn meine Chefin kommt oder mein Chef und uns noch eine Aufgabe auf den Tisch donnert, das ist zu viel. Ich werde hier innerlich richtig wütend. Oder der Kollege mir eine Idee klaut, die mir viel Arbeit gemacht hat. Ich werde hier wütend und ich sage auch, nee, du, danke schön, dass du die Idee auch toll findest, aber wir hatten da im vorigen Meeting drüber gesprochen. Das war meine Idee, mit der würde ich gerne weitermachen. Ich komme auf dich zu, wenn ich deine Hilfe brauche. Und manche denken ja, gerade Arbeitgeber, und das kann ich aus Arbeitgeberperspektive sagen, wenn ich als Angestellte sage, okay, das ist jetzt zu viel, dann ist mein Chef, meine Chefin mir böse. Falls das der Fall sein sollte, dann würde ich den Arbeitgeber wechseln, wenn der das nicht kann oder die das nicht kann. Wenn es da immer wieder Argumentationen drüber gibt und immer wieder eine krasse Überforderung. Ich bin meinen MitarbeiterInnen dankbar dafür, dass sie für sich selber einschätzen können, was möglich ist und was nicht. Ich habe A, gar nicht den Einblick in die Arbeitsprozesse. Ich weiß gar nicht, wo die gerade stehen, im kleinsten Detail. Ich weiß nicht, wie jede Aufgabe im Einzelnen vonstatten geht und wie lange das dauert. Also muss jeder für sich selber wissen, hey, das kann ich noch erledigen und das nicht. Und mir bringt es dann gar nichts, wenn jemand 4, 6, 8 Wochen ausfällt, weil er eben so am Ende ist, weil er das eben nicht für sich geschafft hat, sich abzugrenzen. Und ich lade alle dazu ein, das zu tun. Und jemand, der eine gesunde Perspektive auf Arbeit hat, der wird allen Arbeitnehmern dafür Danke sagen, dass sie das für sich können und dieses Klima im Unternehmen auch weitertragen. Weil auch die Statistik zeigt ja, ich habe mich viel mit Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt, dass eine Organisation viel, viel gesünder ist, wenn die MitarbeiterInnen ihre eigenen Grenzen kennen und diese auch kommunizieren. Lukas, du hast eben angesprochen ja auch das Thema Werte. Und ich glaube, du hast wörtlich gesagt, Werte sind wichtiger als Ziele. Das ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Vor einigen Folgen habe ich über Ziele gesprochen, weil ich sie für sehr wichtig halte. Das Thema Werte habe ich damals nicht thematisiert und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen. Wir haben über Gefühle gesprochen, wir haben über Werte noch nicht gesprochen, aber die beiden hängen ja auch miteinander zusammen. Also warum sind Werte wichtiger als Ziele? Okay, habe ich vielleicht ein bisschen hart formuliert. Aus Werten ergeben sich Ziele. Ich mache das mal an einem Beispiel auf. Wenn ich als Wert habe Familie, ne, wenn Familie für mich in meinem Leben hoher Wert ist, dann heißt das, aus diesem Wert Familie müssen sich, weil sonst lebe ich diesen Wert nicht, konkrete Ziele ergeben. Und für mich heißt das, wirklich qualitative, ablenkungsfreie Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ablenkungsfrei heißt ohne Handy. Ne? Und das heißt dann, ich habe mindestens zweimal, wenn ich dreimal in der Woche einen Termin drinstehen, also das kann man sich tatsächlich als Termin, das klingt so unromantisch, ne, aber als Termin eintragen und zu sagen, ich gehe zum Beispiel mit ihr schwimmen, nur mit ihr. Und das ist ein Ziel, was sich aus dem Wert ergibt. Also am Ende sind Werte den Zielen übergeordnet. Ziele sind die konkrete Umsetzung der Werte in der Praxis. Darum, Ziele sind auch wahnsinnig wichtig, weil ein Wert ohne ein Ziel ist ein ungelebter Wert und er hat dann keinen Wert. Aber ein Ziel ohne einen Wert dahinter ist auch sehr, sehr leer. Wenn ich als Ziel habe, ich möchte irgendwie befördert werden, ohne zu wissen, warum, dann ist das eine leere Hülle und das wird mir auch überhaupt nicht mehr an Lebensqualität geben, weil ich gar nicht weiß, warum möchte ich denn das? Weil ich mehr arbeiten will?
weil ich irgendwie anderen Leuten übergestellt sein will? Warum will ich denn das? Weil ich mehr Geld verdienen will? Was will ich denn mit dem Geld machen? Einfach nur mehr Cash gibt mir das irgendwie. Was gibt mir das? Wenn ich dahinter keinen Wert habe, dann bringt das gar nichts. Und ein Wert muss auch nicht eine Familie sein. Wert kann körperliche Gesundheit sein. Ich kann auch als Wert haben, und das sind individuelle Sachen, ich möchte gerne alte Autos fahren, die aus dem und dem Jahr kommen, weil das macht mir einfach wahnsinnig Freude. Das kann auch ein Wert sein, dieses Lebensgefühl, was man damit verbindet. Also es sind nicht irgendwelche kirchlichen oder gesellschaftlichen Normen, die man da ansetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Werte und Ziele sind was Wichtiges. Warum brauche ich Werte? Weil ich gerade in schwierigen Situationen, und die können beim Sport auftreten oder im Leben selber, diese Werte als Kompass brauche, um durch diese Situation zu kommen. Es fällt mir viel leichter, mich zum Sport zu motivieren, wenn ich als Wert körperliche Gesundheit habe, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich keinen Bock habe, aber eigentlich merke, heute wäre es gut für mich. Dann weiß ich, mein übergeordneter Wert steht da und der hilft mir, da durchzukommen. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Man denkt sich jetzt so, ja, ist doch nur so ein Gedankenkonstrukt. Aber was Leute alles imstande sind zu tun, weil sie bestimmte Werte haben, das kann man sich mal zu Gemüte führen. Und was wir auch bereit sind, für andere Menschen zu tun, weil sie einen bestimmten Wert haben für uns. Es gibt Menschen, die sind für andere Menschen gestorben, weil die so einen hohen Wert hatten für sie. Und darum finde ich es elementar wichtig, sich mit seinen Werten zu verbinden, weil wir sonst eigentlich ein Stück weit blind durchs Leben navigieren und gar nicht so richtig wissen, was ist die Kernessenz von mir, von meinem Leben und lebe ich eigentlich gerade in einer Illusion? Ich mache dir ein Beispiel auf, was passieren kann, wenn man keine Verbindung hat, würde ich mal vermuten. Ich habe mit dem Mann nie gesprochen. Es gab neben dem Office, wo ich sitze, mit meiner Firma, einen großen hohen Tower. Und da bei diesem Tower gibt es tatsächlich in regelmäßigen Abständen Manager, die sich dort runterstürzen, wenn sie ihre Stelle verlieren. Und das ist so ein dramatisches Ding eigentlich, weil jemand seine Arbeit verliert. Nicht, gehe ich da mal aus von, weil er dann seine finanzielle Existenz verliert, sondern wir haben ja eigentlich ein System in Deutschland, wo man, wenn man eine gute Position hatte, nicht gleich auf der Straße landet. Ne? Und ich gehe davon aus, dass diese Menschen dann sehr, sehr stark mit einer Sache identifiziert waren. Und wenn diese Sache nicht mehr ist, dass sie dann eigentlich das Gefühl haben, keine Daseinsberechtigung mehr zu haben. Und das finde ich so dramatisch, wenn ich jedoch weiß, okay, was ist mir alles wichtig in meinem Leben und was ist von Wert in meinem Leben? Dann gibt es, auch wenn ich durch diese Krisen gehe und meinen Job verliere, meine Stelle, noch andere Dinge, die mir Halt geben und Sicherheit geben und wo ich weiß, für die ist es wert zu leben. Nenn das jetzt als Beispiel, was sehr, sehr extrem ist. Ich habe mit dem Menschen nicht persönlich gesprochen, ne? Das muss ich dazu sagen. Das ist das, was in mir hochgekommen ist. Und da können auch andere dramatische Schicksale eine Rolle spielen. Aber das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges, mit den Werten in Kontakt zu kommen. Wie findet man denn raus, welches die eigenen Werte sind? Ich glaube, auch das ist ja etwas, was eigentlich völlig unbewusst ist. Wie grabe ich das aus? Wir sind, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ja sehr beschäftigt in unserem Alltag. Wir nehmen uns selten Zeit, uns mal hinzusetzen und zu gucken, was ist uns wichtig. Das ist eigentlich gar nicht so eine große, schwierige Frage. Es gibt eine Sache, die man machen kann. Wenn du, Marc, jetzt noch 2 Monate zu leben hättest, ne? Was würdest du sofort weglassen in deinem Leben? Was würdest du sagen, was würdest du nach vorne setzen? Also gib mir mal eine Sache, die du ganz nach vorne setzen würdest. Hab eine kleine Familie und ich würde meinen Vater besuchen, mit ihm mehr Zeit verbringen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und wir sehen uns nicht so häufig. Gut, du sagtest ja 2 Monate. Etwas, was ich immer im Hinterkopf habe, ist, dass er natürlich auch nicht mehr unendlich lange auf dieser Welt sein wird. Und das Gleiche gilt für meine Schwester und ihre Familie. Was denkst du, wie oft wirst du deinen Vater noch bis zu seinem Tod sehen? Wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt 81. 81. Das heißt, wenn er so durchschnittlich lebt wie ein Mann, dann hat er noch so 3-4 Jahre. Wie oft seht ihr euch im Jahr? 4-5 Mal. Habt ihr noch ungefähr 15 bis 20 Begegnungen habt ihr noch, bis er stirbt?
Und wenn du das einmal klar hast für dich, wie wenig das ist, dann ist auch auf einmal Platz in deinem Terminkalender, diese Zeit einzuräumen mit deinem Vater und zu sagen, ich weiß, wir haben nur 15 bis 20 Momente, wir denken immer, das Leben ist so endlich. Ich packe das nach oben auf meine Liste. Und es muss auch nicht sofort sein, dass du zu ihm fährst oder so, aber es kann einfach auch ein Anruf sein. Ne? Und unsere Eltern, die sind ja meistens auch nicht so ganz so proaktiv. Die sagen ja auch nicht so, ah, ich würde dich gerne mal wiedersehen, ich würde dich gerne mal wiedersehen, sondern häufig leben unsere Eltern emotional noch ein bisschen abgeschotteter als die Generation, die danach kam. Und denen auch dabei zu helfen, eigentlich ihren Bedürfnissen nachzukommen, weil der wird sich auch wünschen, mit dir Zeit zu verbringen, seinen Sohn zu sehen. Ist so. Und er ist halt super rücksichtsvoll, ne? Er denkt halt immer, der Marc hat sowieso so viel zu tun, ich will ihn nicht noch zusätzlich Zeit wegnehmen. Deswegen weiß ich auch, dass die Initiative da von mir ausgehen darf. Und ich habe mit meinem Vater so Riten eingeführt, weil mir geht's ganz genau wie dir, dass wir so Sachen machen, die machen mir Freude und Spaß und ihm auch. Also bei mir ist es jetzt Saunagänge. Mein Vater hat mich sehr, sehr früh bekommen als Kind, was im Osten groß geworden ist, ne? Also der ist dann später freigekauft worden von der BRD und über die Grenze. Aber der hat, wie alt war er? 24. Dementsprechend ist er ein passionierter Saunagänger. 64 ist ja das Saunagängeralter. Und wir finden regelmäßig Verabredungen in der Sauna, ne? Wo man irgendwie ja zusammen ist und gleichzeitig irgendwie was macht, wo man eh gerne ist. Ne? Und das sind so ganz gute Rhythmen. Und sei es ein Spaziergang oder was auch immer. Also du hast nach Werten gefragt und wie man herausfindet, das ist ein Weg, wie man da hinkommt und wie man Bewusstsein findet, weil ich meine, wir beide sind ja Unternehmer und da ist immer wahnsinnig viel zu tun, auch als Arbeitnehmer. Und da sind die Prioritäten manchmal sehr in der, was so Beziehungen anbelangt, sehr im Hintergrund und auf die ferne Zukunft gelegt. Aber in der fernen Zukunft wissen wir gar nicht, was ist. Wir sind irgendwie vielleicht alt und können uns nicht mehr bewegen, was auch immer da ist. Und vor allem brauchen Beziehungen auch Pflege. Ne? Und nicht nur qualitativ, sondern auch quantitative Pflege. Und gerade mit Kindern, ich habe mal mit einem Top-Manager gesprochen und der meinte, und das fand ich so charakteristisch, der meinte, ja, obwohl ich so viel zu tun hatte, es war der Top-Manager der Welt, der war im Forbes-Magazin auf der 1, also wer das mal googeln will, kann das für sich tun. Und er meinte, ja, meine Kinder konnten mich immer anrufen, zu jeder Zeit. Was haben seine Kinder nie gemacht? Ihn angerufen, weil sie gar keine richtige, so tiefe Beziehung hatten, würde ich jetzt mal aus psychologischer Sicht behaupten, dass wenn sie was hatten, Kummer und Sorge, dass sie auf ihn zugekommen sind. Wir brauchen ganz viele Momente der Normalität, wo eben nichts ist, sondern wo wir nur zusammen sind, damit sich Raum eröffnet, dass wenn ein Kind besorgt ist, dass es sagt, hey, ich öffne mich dir. Und genau so ist es mit anderen Menschen auch. Du hattest es ja eingangs gesagt, das beginnt mit uns selbst. Dass wir diese Momente für uns selbst schaffen, damit wir sie dann auch mit anderen haben, kann man das so sagen? 100%, weil ich bin nur bereit, die Gefühle von anderen bei mir zuzulassen. Und was schafft letzten Endes Verbindung? Was ist die krasseste Verbindung? Wenn wir die Gefühle vom anderen und unsere Gefühle verstehen und mit denen sind, also wenn jemand traurig ist, dass wir das fühlen können, die Trauer, wir sind ja ganz gut da drin, Ratschläge zu geben, ne, sofort. Das machen wir meistens nicht, weil wir uns unbedingt wünschen, dass der andere einen guten Weg einschlägt, sondern das ist ein unbewusster Prozess, weil wir das Gefühl nicht aushalten, in dem der andere gerade steckt, obwohl es vielleicht adäquat für die Situation ist. Was passiert bei dem anderen dann? Er fühlt sich nicht angenommen in der Situation, wo es ihm schon eh dreckig geht. Die Frau kommt von der Arbeit, hat einen beschissenen Tag, hat mit den Kollegen irgendwie einen Streit gehabt und wir sind so, ja, da hättest du denen doch das und das sagen können, dann hätten die ganz klar gemerkt, wo deine Grenze ist. Schatz, ich fühle das, was du gerade durchmachst und ich kann dich total gut verstehen. Willst du einfach in den Arm genommen werden? Und ganz viel von dem, was sich dann an Stress aufgebaut hat, ist dann schon weg und abgeflossen. Und klar kann man dann auch irgendwann mal darüber reden, wie hätte man vielleicht der Situation anders begegnen können. Aber die Verbindung zwischen zwei Menschen entsteht in diesem Moment, wo ich mich mit den Gefühlen von der Person und auch wo ich mit meinen eigenen Gefühlen verbunden bin. Und das kann jeder mal für sich machen. Ich meine, wann haben wir uns denn am verbundensten gefühlt mit anderen Menschen? Waren ja nicht immer in den glücklichsten, lachendsten Momenten, sondern auch mal, wenn wir zusammen traurig waren. Ne? Und ich muss im Kontakt
mit meinen eigenen Gefühlen sein, um überhaupt die Gefühle bei anderen wahrzunehmen, aber auch damit sein zu können. Vielleicht nochmal auch aus dem Beispiel Fitnesscoaching, um das Gespräch ein bisschen in die Richtung zu lenken. Und ich finde es, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das Thema Fitness ist halt ein schöner Container auch für so Lebensskills. Ein Beispiel wäre ja hier, dass viele Menschen auch Schamgefühle empfinden, wenn es darum geht, vielleicht mit dem Sport überhaupt erstmal anzufangen, ins Fitnessstudio zu gehen, als derjenige, der eben gerade noch am Anfang steht, oder diejenige, über ihre ungesunden Gewohnheiten zu sprechen. Ich hatte vor einigen Folgen das Thema Alkoholismus zum Beispiel als Thema hier, gescheiterte Abnehmversuche. All das sind Dinge, die Schamgefühle auslösen können. Und darüber zu sprechen mit anderen Menschen, sich zu öffnen, das fällt den meisten Menschen schwer. Und die Frage, die ich mir stelle oder dir stelle in dem Fall, wie entstehen eigentlich solche Schamgefühle und wie gehe ich damit um? Der erste Reflex, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, kennt das vielleicht auch selbst, ist dann einen Ratschlag zu geben, ja, zu sagen, hey, ja, du hast es nicht geschafft, mach nichts, hier ist der richtige Weg, ja, mach doch mal das mal. Und genau da hole ich den anderen ja offenbar nicht ab. Ja, und lass uns vielleicht einmal gemeinsam verstehen, wie entstehen solche Schamgefühle und wie kann man damit eigentlich noch besser umgehen? Also erstmal kann man sich angucken, wofür wurde die Scham evolutionär entwickelt? Weil jedes Gefühl hat ja einen evolutionären Ursprung und ist für etwas gut. Die Scham hat uns damals gesagt, als wir noch in Gruppen gelebt haben, in der Savanne, wenn du dich außerhalb der Gruppennorm verhältst, dann wirst du ausgestoßen. Und das hat damals bedeutet, dass man erfroren ist, verdurstet, gefressen wurde oder verhungert. Und das hat dementsprechend den Tod bedeutet. Darum fühlt sich die Scham für uns heute noch so elementar an, weil sie in unserem System mit Tod verknüpft ist. Fühlt sich lebensbedrohlich an. Und darum ist sie so wahnsinnig unangenehm, dass wir sie fast gar nicht aushalten. Es ist sehr, sehr schwer, mit der Scham zu sein. Mit dem Unterschied, wenn man sich mal rational der Sache widmet, dass wir heute nicht mehr erfrieren, verdursten, verhungern oder gefressen werden, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Wir kommen heute damit zurecht und wir wollen es natürlich trotzdem nicht, weil es ganz, ganz schwierig ist für unser System, das zu verarbeiten. Ich würde nicht immer sofort alles allen anvertrauen. Es gibt sowas wie Oversharing, wenn wir so viel anderen anvertrauen. Aber wir merken eigentlich ganz gut, ob es kleine Schritte sind, die wir auf jemand anderes zugehen können. Ne? Hey, ich habe schon wieder verpasst, heute zum Sport zu gehen. Und ich merke, dass ich mich ganz schön mies fühle. Und manche Menschen schaffen es darauf, richtig gut zu reagieren. Ne? Zu fragen, hey, was war denn da in dem Moment? Warst du super erschöpft? Oder gab es da was anderes? Also eher mal zu fragen, wie es dem anderen ergangen ist, als einen Lösungsvorschlag zu haben. Da bin ich wieder mit demjenigen in diesem Gefühl sein, was es erstmal braucht, um in eine Veränderung zu kommen. Anzuerkennen, der andere hat sich in dem Moment so gefühlt. Ich schäme mich auch dafür, ne? Aber wir machen auch, wenn wir die Schammomente mit anderen Menschen teilen, dem anderen ein Geschenk. Und erst wenn wir das anerkannt haben, wie der andere gerade war und warum es zu der Entscheidung geführt hat, weil in dem Moment hat er die beste Entscheidung gefällt, die ihm zu der Zeit möglich war, sonst hätte er eine andere getroffen. Ne? Erst wenn wir das anerkennen, können wir zusammen eine Strategie erarbeiten, wie es der nächste Mal derjenige anders machen kann. Und dass es dann nicht scheitert, die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel größer. Ich glaube, Vertrauen funktioniert so ein bisschen wie so eine kleine Schatulle, wo man sich gegenseitig kleine Vertrauenscoupons zukommen lässt und merkt, ich vertraue dir eine kleine Sache an. Wie geht denn der andere damit um? Beim nächsten Mal vertraue ich dir eine größere Sache an. Und irgendwann erzähle ich dir, dass ich an die und die Frau denke, obwohl ich verheiratet bin. Und das ist auch bei dir sicher aufgehoben. Das ist dann beste Freundschaft. Also das kann auch mal sein. Ne? Und dann merkt man, ey, ist gar nicht so schlimm, sind auch nur Gedanken, ich muss dir nicht nachgehen. Mal davon abgesehen. Aber ich meine, das ist so Einzahlen auf das Vertrauenskonto. Ne? Und wir merken ja auch, wenn uns jemand von etwas berichtet, was ihm wahnsinnig peinlich ist, dass er sich total öffnet und dass wir das total mutig eigentlich finden, dass das eine totale Qualität ist.
Und ich kann es 100% verstehen, dass sich Menschen schämen, in ein Fitnessstudio zu gehen, wo alle anderen wahnsinnig fit aussehen und man selber kommt da hin und denkt sich so, oh, okay, ich würde auch gerne so aussehen, aber ich sehe jetzt halt gerade anders aus. Die gucken mich bestimmt alle total komisch an und denken so, ey, was ist mit dem los? Was macht der denn hier? Was man sich immer auch sagen kann, die meisten Leute sind viel mehr mit sich selber beschäftigt als mit anderen. Während alle anderen denken, ey, was macht der denn da? Denken die in Wirklichkeit, oh Gott, wie sehe ich denn hier aus auf dem Laufband? Oder sind einfach mit ihrem Trainingsplan beschäftigt. Die Menschen achten gar nicht so auf die anderen. Man selber, der das denkt, ist ja auch eigentlich mehr mit sich selber beschäftigt als mit den anderen. Wie sehe ich gerade aus? Und bin ich mit meiner Kamera im Außen, ey krass, ordentlicher Körper, der trainiert ja ganz gut hier oder das Gerät will ich mal als nächstes besuchen oder was auch immer. Man ist ja dann auch in der Innenperspektive. Würde ganz gerne auch nochmal auf das Thema Selbstwirksamkeit eingehen. Ja, ein Thema, an dem ich bei mir selbst gearbeitet habe die letzten Jahre, war das Thema Schlaf. Also besser und länger zu schlafen, mir da mehr Zeit zu nehmen. Ich komme eigentlich aus einer Ecke, wo ich gesagt habe, nee, ich habe hier meine Leistungsziele und Schlaf ist unproduktiv. Dann auch dieses Gefühl von innerer Ruhe, auch das, was du sagtest, mehr in den Moment kommen. Und ich habe letztes Jahr eine Fortbildung gemacht, bei der wir über 2 Wochen wirklich jeden Tag 1 Stunde meditiert haben. Das fand ich absolut spannend, übrigens auch in Berlin. Also enormen Effekt, den ich da gespürt habe. Ich bin ja jemand, der gerne trackt. Ich habe hier in meinem Handgelenk ein Whoop-Armband, das halt immer die Herzfrequenzvariabilität trackt und all diese Werte, Ruhepuls, Atemfrequenz, all das ist runtergegangen. Also all das, was eben auch signalisiert, ja, der Körper kommt zur Ruhe, er regeneriert. Ich habe Erfahrungen mit Trance-Reisen gemacht, auch früher schon. Das war für mich, ich komme ja eher aus der naturwissenschaftlichen Ecke, totaler Gamechanger. Wie lässt sich dieser Effekt der zur Ruhe kommen und das eben auch in Selbstwirksamkeit zu erfahren? Wie lässt sich das neurobiologisch erklären und was passiert da eigentlich in unserem Körper? Also bei dem zur Ruhe kommen sinken die Entzündungswerte in unserem Körper. Und hohe Entzündungswerte stehen ja im Zusammenhang mit ganz, ganz vielen Erkrankungen, auch unter anderem mit Depressionen. Ja? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und psychologisch gesehen brauchen wir eben dieses zur Ruhe kommen, um für uns im Leben die wichtigen und richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir sonst nicht wahrnehmen, was passiert. Das ist so ein bisschen so, kann man sich das vorstellen, wie eine Ratte, die durch so ein Labyrinth gejagt wird. Und wenn wir die ganze Zeit im Stress sind, ist dahinter jemand mit so einem Lötkolben und macht der Ratte einen heißen Arsch. Und die rennt die ganze Zeit und ist in Panik und Stress und findet eigentlich nicht den richtigen Weg, weil sie immer im Stress entscheiden muss, gehe ich jetzt nach links, nach geradeaus oder gehe ich nach rechts? Wenn wir in Ruhe sind, können wir ganz in Ruhe entscheiden, was ist der richtige Weg für uns. Und gerade Meditation sorgt auch in Stressmomenten dafür, dass wir eben nicht maximal in Stress geraten und gelassener durch diesen Tag gehen. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass Stress ja so ein ganz, ganz krasser Faktor ist für gute Entscheidungen treffen oder nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass in Stresssituationen unsere Amygdala auch erregter ist. Und die Amygdala sorgt dafür, dass der ganze Entscheidungsapparat eigentlich lahmgelegt wird. Wir können entweder nach vorne, nach hinten oder freezen, ne? Dieses Fight, Flight or Freeze. Und darum empfehle ich auch im absoluten Stress, wenn man jetzt gerade mit jemand anderes in der Diskussion ist und es sich eine Streiterei daraus entwickelt, gar nicht weiter zu diskutieren, weil die Amygdala-Erregung ist so hoch, dass es einem nicht möglich ist, eben Mitgefühl zu entwickeln, eine gute Entscheidung für beide zu treffen, weil einem auch die Perspektivübernahme abhanden geht. Ich würde immer sagen, hey, ich merke, wir sind beide richtig gerade drin und ich würde gerne mit dir zusammen eine gute Lösung finden und ich würde gerne mit dir den Weg besser gehen. Kann ich 20 Minuten Pause machen oder 25? Ich komme gleich wieder, ich muss mal kurz eine Runde um den Block und dann reden wir nochmal drüber. 100% wird man einen besseren Ausgang finden und dann merken, okay, ich habe mich da verrannt oder ich habe den und den Punkt und wem war das auf einmal so wichtig? Wie sieht der andere das denn? Und wir finden zusammen eine bessere Lösung, weil am Ende geht es ja auch darum, ne? Nicht, dass man selber gewonnen hat, sondern dass man zusammen eine bessere Lösung findet. Gerade Meditation sorgt einfach dafür, dass ich auch näher daran komme, zu bemerken, was gerade in der Situation, in dem Moment passiert, weil ich aus einer anderen Gelassenheit agiere.
Das heißt, Entscheidungen, die ich mit einem guten Gefühl treffe, sind die besseren Entscheidungen. Entscheidungen, die ich gefühlsangebunden treffe, sind in jedem Fall die besseren Entscheidungen. Es muss nicht immer mit einem guten Gefühl sein, ne? Weil manchmal habe ich Angst und mache so etwas trotzdem, weil ich weiß, dass es wichtig für mich ist. Und dann ist das Gefühl unangenehm. Ich sage angenehme und unangenehme Gefühle. Ich sage nicht gut und schlecht, weil jedes Gefühl hat für mich irgendwie eine gute Botschaft oder erstmal eine Botschaft, die es gilt wahrzunehmen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Es kann sein, dass ich richtig, richtig krass Angst davor habe, meinem Chef zu sagen, dass ich weniger arbeiten möchte, weil ich denke, er kündigt mich. Aber es kann trotzdem eine wichtige und gute Entscheidung sein. Und ich treffe die mit einem unangenehmen Gefühl, weiß aber, das ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung oder eine richtige Entscheidung für mich. Und mit Meditation, mit mehr Achtsamkeit schaffen wir es, das überhaupt wahrzunehmen und dann aber auch besser durchzuziehen und da dran zu bleiben. Als Beispiel hatte ich eben genannt zum Thema Meditieren. Wir haben da auf dem Seminar eine Stunde am Tag für 14 Tage meditiert. Ich muss dazu sagen, das war für mich total krass. Also wäre das nicht in diesem Seminarkontext gewesen, hätte ich mir die Zeit nie genommen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, wo fange ich an? Was wären denn einfache erste Schritte, um überhaupt in dieses Gebiet des Meditierens reinzukommen, da mal reinzuschnuppern, einfach auch kleine Erfahrungen zu machen, kleine erste Schritte zu gehen, die kann man dann ja immer noch ausbauen, wenn man möchte. Was würdest du da empfehlen? Ich würde bei allen Sachen, die ich mache, mit ganz kleinen Schritten anfangen. Manche hören ja was, manche lesen was und denken, jetzt muss ich radikal mein Leben verändern, sofort alles, ne? Und das ist meistens zum Scheitern verurteilt. Ich mache gerne das Bild mit einem Segelboot auf. Wenn wir das Ruder auch nur 1% verändern, kommen wir an einer ganz anderen Stelle an der Küste an. Und darum darf man sich immer fragen, was ist der kleinste Schritt, den ich heute schon gehen kann, wo ich heute vielleicht schon ein kleines Erfolgserlebnis habe, ne? Und Erfolgserlebnisse sorgen dann dafür, dass ich Rückenwind habe. Auf einmal kriegt die Sache Momentum. Und ich würde empfehlen, eine kleine Routine morgens einzubauen, dass ich morgens zum Beispiel nicht gleich mein Handy greife, sondern im Bett liegen bleibe und einfach mal diesen Körperscan mache, durch meinen Körper fahre und dann 5 Minuten einfach entweder liegen bleibe oder wer dazu tendiert, sofort wieder einzuschlafen, im Bett aufrichten und hinsetzen und einfach mal zu gucken, wie der Atem geht. Wie fühlt sich das an, ne? Wenn er durch meine Nase reinkommt und wieder rausgeht? Und mit so einer 5-Minuten-Übung anfangen. Und wenn ich merke, hey, das hat eine Woche geklappt, das morgens einmal machen und abends. Und damit kommen wir ganz anders runter und starten auch anders in den Tag. Nämlich mit einem Selbstbewusstsein. Viel stressfreier gehen wir durch den Tag. Die meisten Stressmomente, die wir uns machen, auch tagsüber sind, weil wir, wenn wir irgendwie in einer Situation sind, die Situation weiterdenken und uns das Horrorszenario ausmalen, wenn das so und so nicht klappt. Und dann können wir uns rückbesinnen in den Moment. Auch da gibt es eine ganz einfache Übung, physiologisches Seufzen nennt sich das. Kann man den Stress sofort runterpegeln, auch in starken Angstmomenten sei es empfohlen. Wenn wir uns erschrecken, ne, dann machen wir manchmal so, ne? Also das ist ja so eine natürliche Reaktion vom Körper. Und das kann man nutzen, nämlich durch die Nase einen tiefen Atemzug einnehmen, einen Eimer nachziehen noch und dann runterlassen. Und das 4-5 Mal wiederholen. Den ersten länger, den zweiten kürzer. Und das senkt die Sympathikusaktivierung ungemein. Parasympathikus, also das System, was für Entspannung in unserem Körper sorgt, wird aktiviert und wir kommen runter. Das heißt, wir haben nicht so viel Angst dann in dem Moment. Wir sind einfach in einem anderen State und das würde ich auch empfehlen. Und wenn man merkt, hey, das hat irgendwie einen ganz angenehmen Effekt auf mich. Ich gerate auf einmal nicht mehr so schnell in Streit rein. Ich fühle mich den Tag über gar nicht mehr so gestresst, obwohl fast genauso viel zu tun ist. Irgendwie hat das Leben eine andere Qualität. Kann man von da aus weitermachen, wenn man möchte. Ich habe das eben mal mitgemacht und ich kann auch nur jeden einladen, die jetzt zuhört. Mach's einfach mal. Ich habe 2-mal diese 2 Einatmer gemacht, dann tief ausgeatmet. Und ich habe gefühlt, was du beschrieben hast, mehr Ruhe, weniger Anspannung. Und es dauert
5 Sekunden. Ne? Also Wahnsinnstool. Total. Ist auch sehr gut erforscht, ne, das physiologische Seufzen. Also es ist nicht irgendwie, was sich irgendjemand mal kurz ausgedacht hat, sondern es ist tatsächlich sehr gut wissenschaftlich belegt. Es gibt immer eine Person, die sich einer Sache so wahnsinnig krass widmet. Ich bin auch immer über die ForscherInnen sehr, sehr dankbar, die dann diesen Weg gehen und sagen, dieses physiologische Seufzen, dem widme ich einfach mal 10 Forscherjahre. Das ist eigentlich super krass, ne? Also ich meine, die machen diesen fast 8 Milliarden Menschen, die wir jetzt sind auf der Welt, ein Riesengeschenk damit irgendwie. Und andererseits denke ich mir so, eine Sache und du vergräbst dich da drin so. Aber es ist geil. Also ja, es ist auf jeden Fall cool. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele weitere Tools, die ganz einfach sind. Und ich packe ja extra diesen Werkzeugkoffer des Lebens, ne? Das ist auch ein Element im Buch, fühle ich ganz von mir, um das an der Seite zu haben, gerade in Momenten, wo es stressig wird, wo man sagt so, boah, was passiert hier gerade? 5-mal das physiologische Seufzen und dann kann ich schon ein bisschen besser sehen, was hier gerade passiert. Vor allem bin ich mehr bei mir. Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Ich denke, wir haben viele Themen auch in diesem Gespräch schon angeschnitten, bei denen du in deinem Buch noch mehr in die Tiefe gehst. Also wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh, das ist ja interessant, da möchte ich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Fühl dich ganz heiß, das Buch. Verlinken wir auch in den Shownotes nochmal. Und liest sie auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich möchte dich nochmal fragen, wovon glaubst du, bräuchten wir deines Erachtens weniger und wovon bräuchten wir mehr, um selbstbestimmt und glücklich zu leben? Also das eine, wovon wir weniger bräuchten, wäre falsche Illusion vom Leben, dass wir glücklich werden, wenn wir eben das dicke Auto haben oder diese große Eigentumswohnung oder diesen Traumurlaub machen oder endlich 100.000 Euro auf dem Konto haben. Das ist eine leere Hülle und die Forschung zeigt auch, dass es eben nicht das ist, was uns glücklich macht und auch nicht auf Dauer. Wovon wir mehr bräuchten, wenn wir uns unsere Welt angucken, ist Gefühlsbereitschaft und damit auch Mitgefühl mit uns selber und mit den anderen Menschen, die hier auf dem Planeten leben. Weil ich glaube, unsere Welt wäre eine andere, wenn die großen Diktatoren der Welt gefühlsbereiter wären und mehr Mitgefühl hätten. Und ich finde, man muss immer gar nicht so weit nach draußen gucken, sondern man kann auch bei sich gucken, mit wie viel Freundlichkeit gehe ich durch die Welt, wie sehr sehe ich die Menschen, die mir auf der Straße begegnen oder in meinem näheren Umfeld, wie bin ich in den Begegnungen. Und um auch eine Freiheit zu gewinnen und eine Verbindung mit anderen Menschen, brauche ich eben meine Gefühlsbereitschaft. Deswegen ist es für mich weniger materielles Streben und mehr emotionales. Ich habe im Vorweg auch noch Fragen aus der Community eingesammelt. Ein paar haben wir schon beantwortet. Hier ist noch eine spannende Frage, die passt, glaube ich, ganz gut von Bernadette. Und die kommt nochmal auf das Thema Wut oder Aggression zu sprechen. Wie bekomme ich meine Wut, meine Aggression in den Griff, fragt sie. Bei der Wut und der Aggression ist es ganz häufig so, das wäre jetzt nochmal eine lange Schleife, aber ich kann sagen, dass die Wut manchmal bei manchen Leuten dafür da ist, um ein anderes Gefühl zu überdecken. Wir nennen das Primär- und Sekundäremotion. Es kann sein, dass es da eine alte Kindheitsverletzung in dir gibt. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich tiefe Ohnmachtserfahrungen in meiner Kindheit hatte. Ich wurde von dem Ex-Freund von meiner Mutter einfach wahnsinnig lange in den Schwitzkasten genommen, um mich zu brechen. Er hat mich im Winter in den See geschmissen. Und ich habe tiefe Ohnmachtserfahrungen erfahren und wollte dann nie wieder diese Ohnmacht erfahren und hatte es ganz lange bis ins Erwachsenenalter, dass ich auf männliche Autoritätspersonen, wenn die mir zu nahe gekommen sind, sehr aggressiv reagiert habe. So, ich war dann auch schon öfter mal vor Gericht und musste mich da verantworten, weil die verbalen Attacken ein bisschen zu heftig waren dann von meiner Seite. Und das reue ich auch und das war so. Ne? Und heute habe ich das natürlich im Griff. Das heißt, guck dir mal von außen an, ob deine Wut und die Aggression, in die es dann mündet, ne, das Ausagieren der Wut, ob das berechtigt ist für diese Situation im Nachhinein, wenn du raus bist aus der Wut. Oder ob du meinst, hey, ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Und dann kannst du mal an den Ursprung deiner Wut gehen. Und das ist halt eine Reise, und die mache ich auch auf im Buch, wie du daran kommst. Zu gucken, welches Gefühl in dir ist denn eigentlich da, was du nie wieder haben willst, wo es deine Wut braucht, um das zu überdecken. Kannst du dich verletzlich zeigen? Oder wenn jemand das berührt, wenn jemand dieses Gefühl von Verletzlichkeit von früher berührt,
muss es unbedingt schnell die Löschdecke der Wut geben, damit du davon fernbleibst. Aber mit zunehmender Gefühlsbereitschaft hältst du es auch aus oder kannst mit diesem Gefühl von früher sein. Das heißt, andere Menschen können dir entsprechend gar nicht mehr so gefährlich werden. Und das wäre der Weg, den ich empfehlen würde, weil der Weg ist letzten Endes der Weg der Freiheit, weil du bist da nicht mehr so in deiner Wut gefangen. Was man ganz, ganz akut machen kann, ist eine Beinpresse. Wir können nämlich, wenn wir Wut empfinden oder auch Angst, dann ist es ja ein ganz hoher Erregungszustand im Körper. Das heißt, wir können dann einfach in einem Meeting, wenn wir merken, wir werden tierisch wütend, manchmal kann uns unsere Wut dann über Mann oder über Frauen unser Gesäß anspannen, unsere Beine, unsere Waden, als ob wir so einen imaginären Medizinball zwischen den Knien halten und versuchen, den zusammenzupressen. Wichtig dabei ist, dass dein Atem weiter fließt, du unten richtig maximal anspannst und das mach mal für 10 Sekunden, halte und dann kannst du wieder loslassen, den Atem weiter fließen lassen, die ganze Zeit bitte, und dann merkst du, die Wut ist ein bisschen abgeklommen und dann kannst du für dich nicht geleitet von deiner absoluten Rage eine Entscheidung treffen. Das ist so ein kleines Tool, was ich an die Hand gebe, wo ich sage, nimm das mit, wenn du merkst, die Wut kommt manchmal wie so ein heißer Wassereimer, der dich einfach übergießt und du bist dann sofort in absoluten Zorn. Ist auch eine körperliche Übung, ne? Geht's um Muskelanspannung, um Bewegung, vielleicht auch. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht in dem Maße beschäftigt wie du, aber ist das auch wieder ein Zeichen, warum uns Sport so gut tut, wenn wir es regelmäßig machen, weil es auch irgendwie die Emotionen reguliert. Unbedingt. Also, ne, wir sind ja nicht die ganze Zeit 24/7 gefühlsbereit und lassen alles durchfließen. Die Energie staut sich auch teilweise im Körper. Und in dem Moment, wo wir dann Sport machen, müssen wir ganz viele Energiereserven aufbrauchen in dem Moment und dann kann das abfließen. Und dementsprechend können auch die aufgestauten Gefühle abfließen. Und darum sage ich ja auch immer, Sport ist Psychotherapie in Bewegung und das ist ein ganz, ganz tolles Mittel. Eine Frage nehme ich noch aus der Community von San und sie oder er fragt, wie halte ich meine Motivation möglichst konstant? Die Frage, finde ich, ist viel wichtiger. Selbst wenn deine Motivation noch mal unten ist, kannst du es trotz einer Motivation tun, obwohl die unten ist. Und da helfen dir wieder deine Werte. Was ist dein größeres, höheres Ziel dahinter? Und wenn du mit dem Kontakt aufnimmst, kannst du dich eben in ganz vielen Situationen fragen, mache ich es heute? Ja, weil ich weiß, was mir wirklich wichtig ist. Und dann brauchst du gar nicht mehr so deine Motivation, sondern die Motivation ist schön, wenn sie manchmal da ist und manchmal ist sie eben weg und du kannst es trotzdem machen. Also verbinde dich wieder mit deinen Werten. Werd dir darüber klar, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann, darüber hatten wir schon gesprochen, auch Pläne sind total hilfreich, um eine Stütze zu geben an Schlechtwettertagen. Ich habe zum Schluss nochmal 2, 3 persönliche Fragen an dich, Lukas. Gibt es einen Misserfolg oder eine Enttäuschung in deinem Leben, für die du besonders dankbar bist? Also für mich war es eine Enttäuschung, dass ich ungeplant Vater wurde, dass ich das eben nicht von langer Hand geplant hatte, dass ich eine Frau gefunden habe, mit der ich schon ganz lange zusammen war und das ist einfach so passiert nach 3 Monaten. Und am Ende ist meine Tochter das größte Geschenk, was in mein Leben gekommen ist, ne? Und ich habe mich relativ schnell nach der Geburt von meiner Ex-Freundin getrennt, aber heute, auch dank meiner Gefühlsbereitschaft, haben wir ein viel, viel besseres Verhältnis, ne? Sie wohnt im Vorderhaus, ich im Hinterhaus, wir fahren zusammen in den Urlaub, wir leben wirklich eine gute Elternbeziehung und was erst schien wie ein Misserfolg, nämlich irgendwie so ein ungeplanter Papa zu werden, ist heute das größte Geschenk meines Lebens. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Immer relativ viel. Ich finde so lebenslanges Lernen total wichtig und total bereichernd. Mir macht das auch Freude. Ich weiß, was ich als nächstes lernen will, das ist Spanisch. Ich lerne immer noch tanzen. Ich habe vor einer Weile einen Tanzkurs angefangen, Salsa. Und ich habe mich lange davor gesträubt, weil ich eben meiner Scham nicht begegnen konnte. Ich habe mal, als ich Animation gemacht habe, gesagt bekommen, du bist ein Bewegungslegastheniker, tanz doch bitte in der letzten Reihe. Und das hat mit so ein paar anderen Sachen sich in mir manifestiert, dass ich wirklich mich nicht bewegen kann. Und dann habe ich angefangen, mir einen Lehrer zu nehmen, der jetzt mit mir immer im Wohnzimmer rumsteppt. Manchmal kommt meine Schwester und tanzt mit mir, manchmal auch Freundinnen. Und das klappt ganz gut. Also das lerne ich gerade. Das Thema Tanzen habe ich auch noch auf meiner Bucketlist. Kann ich mich sehr gut identifizieren mit dem Spruch Bewegungslegastheniker. Dann noch die Investitionsfrage. Gibt es etwas, wenn du so die letzten 12 Monate mal zurückdenkst,
was vielleicht nicht allzu teuer war, sagen wir mal 100 Euro oder weniger, dass du richtig cool fandst, was du dir gekauft hast, wo du sagst, das ist eine der besten Investitionen, die ich getätigt habe. Boah, ich bin tatsächlich ein krasser Spielzeugfreak im Sinne von Bewegungsspielzeug. Ne? Ich habe so alles an Skateboards, Snowboards, Wakeboards, Drachen, also you name it, wirklich jegliche Sportgeräte. Ich glaube, die krasseste Investition für das, was ich da rausbekommen habe, waren die neuen Kettlebells, die ich mir gekauft habe. Weil am Ende gar nicht so teuer, aber man hat so ein Multifunktionstool, dass es ein Wahnsinn ist. Und ja, es gibt so viele geile Sachen, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das als Sportexperte empfehlen würdest, aber ich habe zum Beispiel bei mir bei der Arbeit eine Klimmzugstange aufgehängt. Mega. Ich habe ja auch eine im Büro. Ja, ja. Ne? Einfach auch sich mal auszuhängen. Ne? Man muss natürlich ein bisschen gucken, wenn man nicht warm ist und sofort so reißt. Aber ich finde auch, wir machen immer mit den Mitarbeitern, die Bock drauf haben, so Klimmzug-Challenges. Das ist immer super witzig. Das ist eine wahnsinnig gute Investition gewesen. Weil Sport ist am Ende auch Spielen. Und Spielen ist so verdammt wichtig im Leben. Und deswegen, also ich investiere super, super gerne in Spielzeug. Ich mag den Spruch, den du eingangs erwähnt hast. Sport ist Spielen für Erwachsene, habe ich mir aufgeschrieben. Dein Buch heißt Fühl dich ganz. Das kann ich allen, die zuhören, die bisher zugehört haben, nur ans Herz legen. Lukas, du hast das letzte Wort. Vorher möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für die Offenheit und für die vielen, vielen guten Impulse. Und du kannst jetzt eine Nachricht, mal hypothetisch gedacht, auf den Smartphones aller Menschen da draußen aufpoppen lassen. Was steht da? Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, alles zu fühlen, also ganz zu fühlen, fühlen wir uns auch viel kompletter, fühlen wir uns ganz. Also dieser Link, der vielleicht manchmal so fehlt, fehlt häufig, weil wir gar nicht so viel brauchen, sondern weil wir das Gefühl zu uns in dem Moment verloren haben. Und über eine Sache haben wir, glaube ich, noch nicht so viel gesprochen, aber das sind die drei Sachen, die uns letzten Endes zu einem zufriedenen Leben führen. Nämlich die Beziehung zu uns haben wir besprochen, die Beziehung zu anderen haben wir besprochen, aber wie finden wir den Sinn des Lebens? Ich glaube nicht, dass es so eine Riesensache ist, sondern dass wir sie den Sinn in ganz, ganz vielen kleinen Momenten finden, wenn wir mit all unseren Sinnen und Gefühlen die Dinge erleben und integrieren. Und so, glaube ich, erleben wir Sinn in ganz, ganz vielen Sachen, vielleicht auch im Meal Prep, wo wir vorher gar keinen Sinn erlebt haben. Bevor alles vorbei ist, nochmal der Werbepartner AG1 ist für mich eine Art alles in einem Nährstoffversicherung. Ich nehme es seit 2013 jeden Tag und freue mich daher umso mehr, dass AG1 seit einigen Jahren auch diesen Podcast unterstützt. Mein Fokus liegt nach wie vor auf nährstoffreichen Mahlzeiten, aber AG1 deckt meinen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Mikronährstoffen aus natürlichem Gemüse und Obst, die Regeneration, die Darmgesundheit und das Immunsystem unterstützen. Im Moment bekommst du als Neukunde beim Abschluss eines Abos einen Einjahresvorrat an Vitamin D gratis dazu plus 5 Travel Packs und weitere coole Extras. Geh dazu auf fmmag.de, um dir das spezielle Angebot zu sichern mit deinem Einjahresvorrat an Vitamin D, 5 kostenlosen Travel Packs und weiteren coolen Goodies. Die Adresse lautet fmmag.de. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.